Ja und nein. Ich hoffe. Okay. Wir haben es geschafft. Darin muss mir dann die Filme und Bilder geben. Ich habe gerade keine Zeit zu fotografieren. Ich habe eine Hand zu wenig hier. Okay, so the largest animal in the world that Ja, der macht gerade Pause. Ja. Schon verrückt. Hoffentlich bleibt er noch ein bisschen. Wieder da und wieder weg. Ich hoffe, wir sind da. Aber wir sind 30 Kilometer weg von der Küste. Dass der Stream überlebt, ist eine gute Frage. So they only come to the surface to rest and catch the breath. So at any given moment, it is possible that this animal goes again on one of these feeding dives, and that's when they show their tail. So when the sperm whales show the tail, it means that they're going for a deep dive in search of their prey, which is squid and octopus. Giant squid and giant octopus, that's what they go searching for. And when this sperm whale eventually shows its tail, you know that's what is happening. Also, have in mind that given that these dives, these squids and octopus are in very deep waters, these dives take a long time. Around 45 minutes to an hour, that's what is observed here in geysers, and that's how long these animals spend underwater. Because that's what they need to reach up to 1,000, even 2,000 meters deep to hunt for these animals. Er zeigt noch nicht gleich die Schwanzflosse, weil dann ist er erstmal weg für eine Viertelstunde. Important to mention as well that although these animals are resident here in geysers, this macht aber schon Pause hier oben. Ja. Are the females with their roots, so they're called family units, and these family units are composed by adult females and their offspring. So these are the ones that remain in the same waters throughout their life. The males, however, they have a solitary adult life. So what happens is that when they're born in these families, they're taken care of the same as females. However, when they reach the pre-adult age, around 16 to 18 years of age, we don't exactly know if they're expelled or if they leave the families, but they will abandon these families and live 1 or 2 years in what are called bachelor plot with other males in the same age gap, but eventually they will become a solitary adult. And then they will start performing long migrations to polar regions and areas like these. Ja, ich habe mir die Powerbank von meinem Sohn geklaut, weil an seinen Rucksack sind wir rangekommen. Hab 40% wieder zusammengekriegt in der Zeit und haben gedacht, dann können wir auch nochmal anmachen, wenn jetzt doch noch ein Pottwal auftaucht. Wir hatten echt schon ein bisschen Angst, aber die sind mit 4 Booten hier immer mit so, keine Ahnung, 1 Kilometer Abstand zwischen den Booten die Strecke abgefahren. Das heißt, die wussten schon genau, dass hier irgendwas ist.
jetzt, weiß nicht, wie gut ihr es seht. Ja, jetzt zeigt er gleich die Schwanzflosse und dann taucht er ab. Dann ist er weg. Tschüssi. Jetzt geht's auf Futtersuche. Das dauert jetzt mal so zwischen, normalerweise hier zwischen 5 und 15 Minuten, was die weg sind. Jagen hauptsächlich ja Tintenfische und so, Kraken. Und ja. Ja, wenn die abtauchen, geht das halt echt richtig tief, wobei es hier nicht so tief ist, ich glaube 2000 Meter oder ja, so, das haben sie gesagt. Sie meinen, hier wäre noch einer. Oder komme ich wieder in die Weckleute? Aber er ist der Meinung, es ist noch einer da. Ja, sie haben gesagt, es ist noch einer da, wir gucken mal. Durch, ja, wir haben immer noch eine unstabile Übertragung, aber ja, das lässt sich bei der Entfernung nicht. Ist ein bisschen schwierig. Wir hoffen einfach mal, dass es halbwegs geht. Ansonsten laden wir einfach die Aufnahme hoch. Solange das Handy nicht ausgeht, haben wir eine Aufnahme auf dem Handy am Ende. Ja. Na, mal sehen. Übrigens immer eine gute Idee, sich festzuhalten. Sonst fällt man ganz schnell beim Fotografieren nach hinten um. Hast du das schon gemacht? Nee. Du nicht, aber schon mal irgendwer, gell? Gerade eben jemand. Ach so. Es ist interessant, wo der Mitarbeiter sitzt. Ja. Der sitzt oben auf dem Rand und sagt, wir sollen uns festhalten. Ja, und er sitzt oben auf dem Rand. Ja, ja. Ja, wir bremsen wieder. Ja, wahrscheinlich da. Nee, ich glaube vor uns. Sollen wir rübergehen? Dann bleiben wir stehen. Das ist aber ein anderer. Das sind andere. Hast du verstanden, was es für welche waren? Das waren andere Wale. Let's see. Ja, die Punkte sehen eigentlich aus wie Seilwal, oder? Ja, ja, es war auch was Glattes. Es war was Glattes, Großes. Ob hier ein bisschen die von der Flosse die Punkte auftauchen? Da. Boah! Hast du ihn gesehen, Leute? Mal sehen, ob er nochmal auftaucht. Ich kann gar nicht fotografieren. Ich habe meine Hand zu wenig. Also sei mal alle ziehen. Okay guys, so we were pretty lucky to be able to see these two different species on the same area. Again, a very good example of the huge biodiversity we have here in the Azorean waters. So we're gonna enjoy trying to see these animals a couple more times. Wow! Yeah, oh wow! Oh my god, hast du das gesehen? Ach du Scheiße! Wie war das mit Abschluss? Ja, guter Abschluss. Perfekt Abschluss. Okay guys, now we have a story to tell. Maybe very likely a bright whale jumping out of the water that you see every day. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es fotografiert habe. Vor lauter drauf gucken. Ob ich drauf gedrückt habe, weiß ich nicht.
day, a bit more in front. So guys, very unusual behavior from lean whales from this species. We don't exactly know for sure if it's a sea or a brine whale, but reaching is not common at all. So very, very good. Das haben wir noch nie gesehen, dass einer so weit rausspringt. Nee. Reitwale hatten wir, glaube ich, sowieso noch einmal bis jetzt, oder? Ja. Aber die verhalten sich ein bisschen wie die Seiwale. Hier drüben sind noch die Spuren. Ja. Das müsste eigentlich so ziemlich genau neben uns sein. Von den Spuren her? Ja, da vorne. Okay, 11 o'clock now, 10, 11 o'clock here, there comes left. The two men are just now together. There we like to see your mother baby. Schade, dass wir so weit raus mussten, da läuft jetzt die Zeit davon, ne? Schneller noch als die anderen. Die sind gar nicht so mit. Ich hoffe, ihr konntet es auch alle ein bisschen sehen. Ich weiß gar nicht, ob der Stream noch läuft. Ich hoffe, dass die Aufnahme am Ende funktioniert. Weil die Netzwerkwarnung habe ich jetzt hier die ganze Zeit. Sagt auch gerade, dass die sehr ähnlich sind, ne? Seiwale und Breitwale. Oh, guck mal, zwei hier zusammen. Ist das cool? Du willst zu viel, Silke. Ja, ich will das. Ich will das. Weißt du, du hast einen springenden Wal gesehen. Ja, ich weiß. Du bist nicht zufrieden. Oh, aber vielleicht habe ich einen